Schönen guten Tag, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen zu einem weiteren Video der Firma JP Performance GmbH. Wir haben unseren wunderschönen RS3 eingefahren. Das nochmal? Was denn? Das war total super, wie du es gemacht hast jetzt. Wir haben unseren RS3 eingefahren. Wir haben jetzt 1000 Kilometer auf dem Tacho. Wir zeigen es nochmal. 1000. Da, 1000. 1000. Laut dem krämerischen Gesetz kann man jetzt den Motor ausdrehen. Wir können ja einmal gucken, was da so im Leerlauf gibt. So. Oh, nicht wirklich viel. Aber man könnte einfach mal eben aus Laune mal wieder. Schon wie Elektro, ne? Das ist cool. Ja, ist cool. Also ich finde das echt gut. Wir sammeln jetzt unsere Klamotten zusammen und fahren jetzt rüber zur Lasisee und werden dort das Kfz auf Zeit fahren. Rundenzeittechnisch verspreche ich mir sehr viel. Wir werden auch 0-100 gleich messen und 100-200. Wahrscheinlich müssen wir 100-200 zu dritt machen im Auto. Flo muss schneiden, Peter kommt mit und Moskol kommt mit. Caporna oder was noch er für einen Namen hat. Die schwinge ich jetzt hier rein, dann machen wir 100-200 zu dritt. Nicht so geil. Und dann Lasisee Rundenzeit. Das wird, glaube ich, stark. Also mein Bauchgefühl sagt, dass das sehr, sehr, sehr schnell sein wird. Hast du eine Zeit im Bauchgefühl? Ganz weit oben im RS6-Bereich. Jetzt schon. Serie, alles Serie, Serienfahrwerk, alles Serie. Ich habe nicht die Sportreifen drauf, sondern die normalen Reifen. Die Werksangabe von dem Auto ist 3,8. Per Ladedruckanhebung hat er 1,6 bar statt 1,4 bar. Hat aber trotzdem 400 PS. Das werden wir alles recherchieren. Drifts wirken etwas künstlich herbeigeführt. Optional lässt sich die Topspeed auf 280 km/h erhöhen. Das habe ich aber, glaube ich, nicht. Because APR will take care of this. Eine 100-200 Angabe finde ich jetzt hier nicht, weil dafür muss ich, glaube ich, zu viel Werbung durchstöbern. Wir fahren los. So, jetzt kurz vor der Autobahn. Ich höre es erstmal Auspuff, weil jetzt sind wir so bei 4000 Drehung. Ich gebe mal kurz Gas, ne? Ja, mach mal. Boah, wie viel auf dem Motorraum von vorne so kommt. Ja, ne? Wie, aber weiß auch viel Drehzahl. Ja, klar. Aber doch, hast recht. Sehr voluminös. So. Ne, man hört vorne schon echt eine Menge. So, also, Tipps? 6,4. Nein. Digga, was? Nein. Junge, boah, da bist du ja schneller als der M5. Nein. Ich würde sagen, ich würde sagen 11. Ich würde sagen 12,7. Ja, sowas. Okay, ja. Okay, ich gebe mal Gas. 4,5, ja? Sag ich. Los. Vom Druck her ist geil, Sound ist geil. 15er Power ist echt. Ah, nee, der ist langsam. Also was beeindruckend war, oben rum, das letzte Stück, fand ich es echt geil. Also hat er wirklich nicht nachgelassen, was so typisch Audi-mäßig war, dass die oben rum so ein bisschen mau werden. Guck mal hier, Crown-R. Oh, den kenne ich nicht. Oben rum wurde es dann immer mau früher, aber jetzt, wenn ich immer in manuell gehe, jetzt sind wir bei 6000 Umdrehungen und drehen aus. Echt stramm. Plus, vierte Gang ist echt lang übersetzt. Ne? Wir gehen kurz mal auf Topspeed. Ne? Ja. Also. Geil. Momentan kann man halt Software noch nicht machen, das ist ein bisschen scheiße. Ja, sehr schönes Drehen war. Ja, hat er auch. Sehr hat eine kleine Welle. Nee, eine kleine Welle war drin. Ja. Komm, wenn wir jetzt, wir gehen mal im fünften Gang aus 3,5 raus. Rauf. Nee, bleibt stramm. Ja. Fühlt sich sehr gleichmäßig an, ja. Ja. Wenn wir jetzt außer dreimal so rausgehen. Boah, der vierte ist ja für immer. Der vierte Gang ist ja echt für immer.
Dann haben wir hier diesen RS-Monitor auch. Okay, ist alles warm natürlich. Er hat keine Temperaturanzeige mehr auf der Bremse und nicht im Heckdifferenzial, weil der RS6 zeigt die Bremsentemperatur an und Diff hin. Obwohl Heckdiff schon nicht uninteressant wäre mit den neuen Funktionen, die drin sind. Okay, wir springen jetzt auf die Lassisee, weil wir haben noch eine Menge vor in dem Video. Bis gleich. Wir sind auf der wunderschönen Lassisee. Hallo. Also, Auto ist kalt, kompletti. Also Reifen kalt, schon. Also Auto ist betriebswarm, 96 Grad Öl. Und wir haben die KSK, die ist feucht. Und auch ein bisschen Dreck. Ja. Das heißt, die Rundenzeit wird nicht ganz ideal sein, aber mit dem Allrad, den er jetzt so hat, wird das natürlich sich schon sehr, sehr gut bewegen. Dazu kommt der Faktor, dass ich jetzt ein relativ sportliches Setup erstmal probiere, dass das Heck, ich weiß jetzt nicht, was passiert, rauskommen wird. Für mich ganz geil. Ihr werdet jetzt auch sehen, wie ich mich jetzt benehme in diesem Auto. Der hat jetzt 1042 Kilometer. Wie er jetzt performt. Mhm. Und ich auch mit der Technik, weil er fährt nicht wie ein Audi. Davon gehe ich sehr stark jetzt aus. Torque Vectoring ist an. Nicht im Driftmodus, aber der wird jetzt schon sehr hecklastig, glaube ich, fahren. Okay. Das heißt, wir sehen jetzt wirklich zusammen, wie beide Lassisee fahren. Ich habe keine Ahnung, noch nie wirklich schnell gefahren damit und geben jetzt auch direkt Gas, steigen ein in die Runde und es geht los. Bis gleich. Extrem krass um die Kurve. Ein bisschen schiebt da vorne raus. Okay, er humpelt sogar jetzt schon. Ach, ein bisschen zu spät gebremst. Okay, also Vorderachse schieben. Nur wenn du es wirklich provozierst. Jetzt hat er. Erste Zeit wird schon gut. Oh, das ist schnell. Das ist schnell. Hier muss ich jetzt ein bisschen aufpassen. Ne, ihr hört, das ABS regelt da sehr früh. Das war schon mal eine 57,2 im ersten Lauf. Was echt gut ist, muss man wirklich sagen. Das ist schon sehr, sehr, sehr fix. Aber da wird deutlich mehr gehen, weil das Auto jetzt erst in die Betriebstemperatur kommt. Sprich Bremse und Reifen. Runde Nummer 2. Der Druck ist echt krass. Also, wenn er raus beschleunigt, brutal. So. Man kann ihn auch anstellen. Weil er noch zu kalt ist, der Reifen. So. Hier muss ich echt aus. Echt rutschig. Boah. Sekunden. Also. Der rutschige Untergrund ist nicht sein Ding. Also da ist er ein bisschen prinzessinhaft. Da fängt er an, auch über die ganze, über das ganze Fahrzeug sich einzudrehen. Und da so viel Dreck liegt da auch nicht. Also finde ich nicht so geil. Okay, jetzt bin ich ein bisschen zu schnell rein. Okay. Mal ein bisschen experimentiert. Habt ihr ja gehört, dass er extrem drüber schiebt? Ich denke mal, die Zeit wird langsamer sein. Komm. 111 Grad Öl.
draußen hier so an. Einen fahren wir noch. Also diese 265er Vorderachsreifen, die geben dir schon wirklich viel, das ist richtig. Aber ich würde jetzt auch nicht sagen, dass man jetzt denen zu viel zutrauen sollte, ne? Dass man die komplett überfährt. Ich wechsle jetzt mal in den schärfsten Modus und mach auch mal das ESP ganz aus. Also jetzt ist alles aus, jetzt gucken wir, was jetzt geht. Also auf der Bremse ist das echt angenehm. Vorsicht, Vorsicht. Vorsicht, da kommen echt spannende Geräusche aus dem Differential vorne raus. Früh gebremst jetzt, das war gut. Lässt es sich fast schöner dosieren. Aber es ist langsamer. Es ist eine 57,3. Wir gucken uns auch mal von außen an, wie der Reifen sich abgenutzt hat. Schnellste Zeit war eine 56,7, glaube ich. Mhm. Ich sehe keinen Qualm soweit. Nee, ne? Nö. Ja, also Reifen ist auch gar nicht so super heiß, was er eigentlich sein müsste. Ist natürlich auch jetzt draußen 0 Grad. Ja. Asphalt ist sehr, sehr kalt. Er fing an mit dem Stempeln so. Aber der Reifen ist auch kein Sport-Sport-Sport-Reifen. Ne? Mhm. Also es ist sehr interessant. Bremse ist auch noch okay. Bist du auch mit Allrad gefahren? Ich bin Allrad gefahren, ja. Die ganze Zeit. Zum Schluss habe ich einmal alle Regelsysteme ausgemacht. Okay. Aber nicht in diesem Drift-Modus. Mhm. Und du kannst ihn auch nicht viel näher rannehmen, weil dann fängt er an, über die Vorderachse zu schieben. Mhm. Vielleicht ist der Kurs auch ein bisschen zu eng für ihn, aber das Auto macht es easy. Es ist nicht groß belastet, kein Step so. Ich habe die Zeit jetzt nicht so im Vergleich. Ich glaube, 56,7 ist jetzt schon mal ganz gut. Wir gehen aber auch an die Tafel auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ja. Wir machen mal eben die Kameras auf und dann gucken wir uns mal den Driftmodus eben an. Yes. Bis gleich. Mir fällt noch eine Sache ein, bevor wir driften. Ja. Wir machen 0-100. Okay, also. Wir gehen mal hier auf die höchste Bewaffnung. Quattro, oder? Volles Rohr Quattro. Mhm. Sekunden. Oh. Finde ich gut. Wir machen das noch einmal. Fühlt sich schon fast elektrisch an, so gut ist es. Ja. Ich finde, es hat so, es ist so kontinuierlich, das könnte jetzt auch ein Nicht-Verbrenner sein. Ein Nicht-Verbrenner sein. So, jetzt gehen wir nochmal hier in den Modus. Also RS Monitor nicht. Wir gehen in Audi Drive Select, Torque Rear, einmal hier drauf. Torque Rear. Aktivieren. Und dann müssen wir jetzt einmal hier drauf drücken. Auf ESP. Dann macht der ESC off. So, und jetzt sollte das Auto, wir gehen mal manuell, wenn ich jetzt hier so rumfahre, treffen. Was ich eigentlich nicht vorstellen muss. Okay, krass. Okay, verstehe. Mhm. So ungewohnt, ein Audi das zu erleben. Das ist echt krass. Wir müssen ein bisschen achten, wir haben 0 Kilometer Restreichweite. Das kann passieren, dass der Motor Leistung wegnimmt. Komm mal da aus der Kurve raus und guck mal, was. Wir fahren mal so normale Situation. Nicht dieses Driften, so dieses im Kreis driften. Ja, ja, ja. Sondern was macht der, wenn ich jetzt so fahre? Also wir sind doch in diesem Torque Rear. Mhm. Und ich komme mal so aus der Kurve raus. Wie man es halt so macht. Wie man es so macht mit so einem M3 zum Beispiel. Und komme jetzt hier so rum und würde jetzt hier so auf Gas treten. Okay. Nee!
unerwartet. Sogar mit umsetzen, Leute. Krank. Das ist eigentlich eine Sache, die so einen Modus eigentlich nicht kann. Also wir haben ihn jetzt umgesetzt und er hat trotzdem mitgemacht. Mhm. Das ist schon mal ziemlich geil. Das ist krass. Das ist heftig. Eine richtige Spaßkiste hier. Ist echt brutal. Also ich würde sagen, wir gehen aber noch mal näher auf den Driftmodus ein in einem separaten Video. Aber die Kurve nehmen wir noch mit. Die Kurve nehmen wir jetzt noch mit. Stellen wir mal so ein bisschen an. Das war der Pendler. Oh. Peters Augen waren für den Moment schon. Okay, this is now where the moment where it happens. This is the moment where it fucking happens. Scheiße. Puls. Wir haben ja meine Uhr hier. Wir machen mal eben eine kleine Pulsmessung. Oh Gott. Hat er? Was hat er? Muss erstmal klarkommen auch. Also erstmal messen hier. Nö, das geht aber. Das geht. Oh, das war krass. Ja. Das war hast du drauf? Ja. Oh. Ui. So unerwartet. Volles Rohr. Ich kann auch erklären, warum das jetzt gerade passiert ist, so ein bisschen. Es kommt wirklich ein bisschen künstlich, der Drift, dass du denkst, eigentlich würde ein normales Differential das jetzt nicht mehr so aggressiv machen. Aber der sperrt dann immer noch komplett voll durch. Mhm. Und dann bin ich halt, das war mein Fehler, auf dem Pin halt drauf geblieben. Ja. Weil du eigentlich den gerade wegziehen willst, aber dann sagt er, nö. Es war so komisch, wie er einfach so dann so leicht wurde und dann hingekommen ist. Voll also, krass. Was man von außen irgendwie beachtet, manchmal drehen die Reifen vorne mit, manchmal nicht. Ja? Die drehen schon. Ja, aber du siehst dann, entweder versuchen die Grip zu kriegen. Ah, okay. Entweder die drehen halt durch. Ja, ja. Oder die machen halt den normalen Drift halt mit. Ne? So wie man es halt kennt, ohne. Ja, er regelt, ne? Er regelt. Genau, das sieht man auf jeden Fall von außen. Ich würde sagen, das reicht erstmal für heute, weil wir müssen, ich glaube, wir haben das erste Mal wirklich auch Probleme, jetzt zurückzukommen zur Tankstelle. Ja, also. Weil wir haben schon vor längerer Zeit null und sind auch noch schnell gefahren und die Tankstelle ist von hier 4 Kilometer ungefähr. Schon ein Stückchen. Fünf. Ja, wenn nicht, schieben wir. Also, wir fahren zur Tanke. Das ist das Lasisee Bestandsaufnahme Erweiterungsvideo mit einmal Schockmoment für Cremo. Wie auch für Peter. Oh, ja. Komm, die Uhr wäre an deinem Arm, glaube ich, noch geiler gewesen. Ich habe es gespürt vom Beifahrersitz. Ja. Ich habe vom Beifahrersitz gespürt, boah, da geht die Pumpe gerade auf dem Beifahrersitz. Ja. Aber auch eklig. Es war schon ein komisches Gefühl. Aber das ist ein Gegenpendler. Ja, das habe ich gespürt. Das sind die Dinger wie auf der Nordschleife, diese Videos, wenn der Typ so driftet, happy ist und auf einmal macht so. Oh no. This is the moment where he knew he fucked up. Ja. Aber haben wir gut gefangen. Nee, hast du echt gut gemacht. Props, geh raus. Props, geh raus. Nein, aber der war wirklich der. Das war der erste Jahr auf der Lassisee, der unangenehm war. Mhm. Das war der allererste nach der Zeit, wo ich sag, ja. Ja, neue Technologie, muss ich dran gewöhnen. Hätte jetzt nicht sein müssen. Nee. Ne? Okay, bis morgen, tschüss. Tafel noch, oder? Ah, scheiße, yo, ja. Wie schnell war er? Bis gleich. Also. Die Zeit bin ich gefahren, ne? Ja. 56,7 Sekunden. Die gleiche Zeit wie der Toyota Supra MK5 und die gleiche Zeit wie ein Audi RS6. Mhm. Das ist schon mal krass. Ne? Identische Rundenzeit. So wie die Zeit auch war. Nee, was haben wir hier gemacht? Ach, guck mal. Wir haben 56,7 sind wir auch gefahren mit dem 2 Liter Supra. Mit Lada Software Downpipe Fahrwerk 19 Zoll Bodykit. Und 56,1 sogar mit Software Downpipe ohne Bodykit. Krass. Das ist krass. So, die Aufgabe bei dem RS3 ist für mich, dieses fahrdynamische Auto wirklich zu verbessern, dass man da das Auto nach oben bekommt. Da gebe ich auch gleich eine Prognose noch ab, was ich glaube, wo wir hinkommen. Mhm. Jetzt, wo ich es so im Vergleich so sehe. Komm, wir machen ihn hier über den RS6, ne? Hier so hin. Jo. Obwohl eigentlich, nee, der ist ja schneller, 56,1. Nee. Also, 56,7, so mit dem Fahrwerk nachher und wenn wir noch Leistung hinbekommen. Ich glaube, dass er aber auch nur von hier ist in die Richtung von einem KTM X-Bo schafft. Was aber trotzdem geil ist, ne? Also muss ich sagen. Mhm. Ne? Guck mal, der TTS mit Vollalarm, mit Clubsport, allem drum dran, ist eine 55 gefahren. Jo. Das glaube ich, boah, da muss er echt reinhauen. Das glaube ich nicht, da ist er auch ein bisschen zu dick. Ja. Ein bisschen zu schwer, ja. Also. Wollen wir mal gucken, ob wir das vielleicht schaffen. Hier in dem Fenster, Opel Speedster, KTM,
F35 GTR 2018, was ja auch schon eine gute Gegend ist, wo er sich dann zu Hause fühlen darf. Das ist echt gut. Aber auch die 56.7, so schnell wie ein RS6, finde ich auch wirklich sehr, sehr gut. Mhm. Ey, und ich muss an die GT2 Zeit nochmal ran. Da war wirklich ein Köttel in der Hose, weil das Auto kann hier sein. Ja, definitiv. Das war nass. Da hast du mir doch noch gedisst, ne? Ja. Cremo, das sah von außen irgendwie langsam aus. Deine Mutter sieht langsam aus.